Hallo, ich will euch heute ein bisschen was erzählen über den Tag, der heute ist. Heute ist Christi Himmelfahrt. Und was heißt Christi Himmelfahrt? Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er kam aus dem Himmel, wurde Mensch, hat ein perfektes Leben gelebt, hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt und ist dann auferstanden von den Toten und hat noch 40 Tage lang erzählt und gelehrt nach seiner Auferstehung seiner Jünger und ist dann aufgefahren in den Himmel, nach oben gegangen zu seinem himmlischen Vater. Und von dort wird er dann auch mal wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten für das letzte Gericht. Und weil Jesus Richter ist, weil er König über das Universum ist, ja, er war gehorsam bis zum Tod, darum hat ihn der Vater zum König übers Universum gemacht. Deswegen ist es jetzt so schön, dass wir mit ihm zusammenleben können. Ja, sagen können, ja, Jesus, ich will mit dir zusammenleben. Vergib mir meine Schuld und sei du ab jetzt das Haupt von mir. Ja, leite mich in meinen Gedanken. Ich will von dir empfangen und ich will in dem vollbrachten Werk leben, das du für mich bezahlt hast, für meine Schuld bezahlt hast. Und dann sind wir, obwohl wir noch hier auf dieser schönen Erde sind, gleichzeitig auch mit Jesus versetzt an himmlische Orte, um von dort mit ihm zu regieren. Und das kann dann so aussehen, wenn Umstände in deinem Leben sind, ja, wo du denkst, boah, das ist zum Beispiel, ja, wenn da jetzt Schulden sind in deinem Leben. Und dann sagst du, danke Jesus, du bist mein König. Und danke, dass du mich mit allem versorgst. Danke, dass alles Gold, alles Silber, was es auf dieser Erde gibt, dir gehört. Und danke, dass du mich jetzt auch versorgen wirst, dass ich gesegnet bin mit dir, Herr Jesus, mit alle Schätze der Erkenntnis, der Weisheit, dass du mir gute Ideen gibst. Ich lobe dich und ich preise dich. Und ich danke dir für meine Versorgung, Jesus. Du bist so gut und wunderbar. Und dann erkennst du an, Gott ist dein Versorger. Du machst damit ihn in diesem Bereich deines Lebens zum Herrn und sagst, okay, ja, das, was ich jetzt gerade sehe, vielleicht, das ist vorübergehend, aber das Ewige mit Jesus, das ist für immer. Und von seinem Reichtum, da darf ich abhaben. Er versorgt mich. Als Kind Gottes bin ich versorgt. Gott ist mein guter Versorger. Und damit segne ich dich einfach, dass du vertrauen kannst. Gott ist gut, er liebt dich, er ist dein Versorger. Einen wunderschönen Tag dir.